Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal, mein Name ist es Reiter und wir sind Ihnen vorgestellt und zwar Gladiator Guild Manager und zwar die Vorschau Nummer 2 haben wir schon. Wir haben letztes Mal ja hier zum Schluss noch einen legendären Sieg gehabt mit dem Durgash und ja, wollen dann gucken, wie es weitergeht. Ne? Da hatten wir 1 gegen 1, 2 gegen 2 und 3 gegen 3 und das wollten wir dann angehen in der nächsten Vorschau und das machen wir jetzt gleich nach dem Intro. Ne? Bis gleich. So, dann sind wir wieder im Spiel und dann gucken wir uns das mal an, ne? Hier war Gilde und hier war die Arena. Und wir gehen mal in die Arena und machen mal hier 1 gegen 1 und nehmen den Durgash und gucken zu, dass wir da vielleicht bestehen gegen, keine Ahnung, wer da kommt. Durgash. Ach, Durgash hat 250 von 600 XP. Das ist ja schon mal was, ne? Durgash kann Axthieb machen, kann Schlag machen, kann Tritt machen und kann Waffenparade machen. Wollen wir nicht verkaufen, nein. Ach so, wir nur angucken. Alles klar. Und Durgash können wir hier machen. Und da haben wir einen Schwertkämpfer und wollen hoffen, dass das so klappt, wie wir uns das vorstellen. Ne? Ich kann jetzt hier, glaube, sehen, was er gerade macht oder gemacht hat. Und das war grandioser Sieg, würde ich sagen. Ne? Öffnen. Da haben wir einen Heiltrank drin. Ne? Kleiner Gesundheitstrank. 30 Münzen gibt es oder was auch immer. So ein bisschen Stein. Sammeln wir ein. Oder hätte ich das wählen können? Nee, ne? Vielleicht gab es das standardmäßig. Ist mir jetzt nicht so ganz klar. Okay, dann haben wir 1 gegen 1 schon festgestellt. Jetzt können wir nicht das machen, weil der die Zeit weiter fortschreiten muss. Und hier oben Gegenstandsmarkt Neuigkeiten. Okay. Wir gehen mal auf den Gladiatorenmarkt und gucken mal hier kurz rein. Und Dolgun ist bestimmt der Bruder von Durgash. Genauso wie Margok. Wie viel Geld haben wir denn? 390. Ja, 350 ist mir zu viel, aber 390 ist doch eine Hausnummer, oder? Da können wir doch mal bestimmt kaufen. So, dann haben wir den auch. Und unsere Fernkämpferin ist noch eine hier, aber hier fehlt uns noch jemand, ne? Ja, vielleicht warten wir da noch mit. Wie teuer ist sie hier? 200, das ist mir zu teuer. Wir haben da nur 300. Vielleicht können wir mit dem Markt hier, der da gleich kommt, neu, Gladiatorengegenstände, Markt. Können wir da noch was ordentliches machen hier? Bambus bei Agilität. Das hört sich doch nach einem Deal an, oder? Stab des Ältesten. Holzfäller-Axt. Erhöht Stärke um 4 Punkte. 105 kostet der Spaß. Bambusbogen. Plus 2. Und was war dieser Bambusbogen? Auch plus 2. Gewöhnlich 70 und der gewöhnlich 70. Ist auch nichts anders. Da ist nochmal ein Bambusbogen. Warum die so verteilt sind, ich habe keinen blassen Schimmer. Ich würde jetzt einfach mal den kaufen wollen, ne? Aber wir können ja mal hier gucken, Bogenschütze. Ja doch, ich kaufe das mal. Und sie bekommt den Bogen. Kommt der da hin? Nee. Kommt der da hin? Ja. So, jetzt ist die ein bisschen besser geworden, ne? Okay, dann gehen wir hier zurück. Zeitstrahl läuft nicht mehr. Ach so, weil das hier noch offen ist. Gehen wir raus und dann läuft der. Gladiatorenmarkt, Neuigkeiten sind dann da. Gegenständemarkt, Gladiatorenmarkt. Sie 200, aber ich habe 230 nur. Will ich aber gar nicht machen jetzt. Was ist in der Gilde? Ach so, da könnte ich noch ein bisschen was aufrüsten für 200. Aber die 200 sind hier, obwohl Frostturm 25, 35... 25 Stahl hätten wir und 35 Steine hätten wir auch. Könnte ich das kaufen, oder? Es geht ja nur um diese zwei Sachen, die wir hier haben. Geld wird nicht verlangt, oder? Nö. Ah, im Besitz und aufwerten kann man das dann auch noch. 10 und 10. Könnten wir noch zweimal aufwerten oder vielleicht einmal nur? Aha, dann haben wir nicht mehr die Ressourcen. Frostturm haben wir jetzt. Ich weiß aber nicht, wofür er gut ist, ne? Aber warte mal, ich glaube, beim Gladiatorenmarkt sind dann andere frei. Ja, Zorat, der brauchte, glaube ich, den Frostturm, ne? Aber die 220 ist dann zu viel Geld. Feuerturm benötigt, aber hier steht jetzt nichts mehr. Und hier ist auch noch, ach, für 100, Narael. Gesundheit, 170, 170. Bewegung 10, Ausdauer 300, 280, Bewegung 10, 279 sind die Werte, 3, 3, 11.
Wie 279, 3311 ist dann, ach so, nee, der mittlere Wert. Agilität ist 7 und hier ist Agilität. Aber ich würde den jetzt mal kaufen wollen, oder? Frostblitz ist doch was und Eiszapfenschuss ist auch was. Das ist ein Flächenangriff, also gegen mehrere Gegner gut. 1,42 am Vorsatz der Finisher. Okay, kaufen wir. Haben wir. Und jetzt können wir hier noch nichts machen. Was können wir da auf dem Friedhof machen? Meisterschaft werden zu Beginn des jeden Monats organisiert. Okay, das heißt, ich muss warten, bis da was passiert. Ja, da haben wir doch schon aktualisierter Shop. Ach so, okay. Da wäre 90, möchte ich jetzt nicht kaufen, weil ich nur noch 130 habe. Das ist ein bisschen knapp, oder? Hier geht wieder. So, 2 gegen 2. Jetzt muss ich gucken, wer da ist. Zwei von denen. Das heißt, ich muss den und den nehmen und dann haben wir schon gewonnen. Gefühlt. Das sieht ja schon mal gut aus, oder? Zu zweit gegen einen. Erledigt. Sehr gut. Auch Victory. Haben wir gut hingekriegt, ne? Öffnen wir diese Kiste. Da haben wir einen Apfel drin. Ausdauer erhöht. Und das gibt es wohl automatisch. Einsammeln. Fortsetzen. Gut. Ereignis ist nix. Die Uhr steht. Die lassen wir wieder laufen. Ah, jetzt gibt es hier einen Token. Totenerweckung verhindern. Minus 2. Führt der Straßentricks auf. Okay. Ja, wir werden helfen. Wir wollen ja was erleben hier, ne? Und irgendwelchen armen Leuten. Der hat 320. Der hat 470 und das ist hier der Zauberer, ne? Dreie sind es, ne? Ich nehme auch Dreie. 1-1 und dann brauchen wir noch Bogenschütze 115. Oder hier den Narael. Ich glaube, den Bogenschützen nehmen wir erst. Ja. Und wir machen das anders. Wir gehen erstmal auf einen und hoffen, dass das das Ziel für alle ist. Ja. Und kämpfen dann. So, den ersten haben wir schon. Oh, der beschwört irgendwelche Viecher da noch oder was? Aber ist auch schon tot. Und er hat jetzt auch nicht mehr viel zu leben gehabt. Wir haben alle behalten. Das ist schon mal ein gutes Ergebnis, oder? Danke, mögen die Toten in Frieden ruhen. Hier klicken zum Sprengen? Nee, will ich nicht. Immer, wir müssen eine Belohnung wählen. Entweder Holz oder Steine. Jetzt müssen wir mal gerade gucken. Holz haben wir reichlich, das heißt, wir nehmen jetzt Steine. Kann ich auch beides nehmen? Ne. Und was ist das hier? 40 Taler und 30 Standardbelohnung. Keine Ahnung, was die 30 sind. Wahrscheinlich 30 Erfahrungspunkte oder sowas. Keine Ahnung. Lass mal weiterlaufen. Reputation beim Volk. If we would like to enter an alliance with the people of Deadwoods. They desperately need an ally and they feel they can trust us. Ach, dem Vertrauen in so. Ja, vielleicht gibt es da mehr Aufgaben durch, könnte auch sein, ne? Wir vertrauen denen mal. So, da gibt es wieder was Neues auf dem Gegenstandsmarkt dann. Wir haben 200 Geld, Gegenstände. Schwacher magischer Ring. Erhält Intelligenz um plus 2. Abgetragenes Schuhwerk. Ja, vielleicht warten wir mal ab, was da Neues kommt. Gegenständemarkt ist jetzt neu. Oh, das ist mehr geworden, auf jeden Fall. Holzfäller Axt verstärkt plus 4. Wie viel Geld haben wir? 200. Ich würde diesen Zauberer da mal was gerne geben wollen. Was ist das hier? Orb des Feuers. Direkter Schaden und Heilung gegen Ziele mit Verbrennung. Ist um 30% in Universalhäufig. Ist das jetzt ein Zaubertrick, den man dann immer behält, oder? Da hat sich, glaube ich, nichts geändert. Intelligenz um 3 und Ausdauer um 20. Ist identisch. 70. 175 wäre das, wenn ich beides nehme.
Direkter Schaden oder Heilung gegen Ziele mit Verbrennung ist um 30% erhöht. Ich weiß nicht, wofür es gut ist. Aber 160 ist schon eine Hausnummer, ne? Ich nehme mal den Stab des Ältesten. Und hoffe, dass der den benutzen kann. Sieht so aus. Regenz 14, wow. Das Volk schließt sich in den Gladiatoren. Okay, das können wir hier zurückmachen. Das können wir schließen. People appreciate all your help and trust you. Some of them are even interested in joining your guild, fancying themselves as Gladiators. Ah, Krieg auszubilden oder was? Vielleicht später, weil ich habe keinen Platz da unten frei, sehe ich gerade. So, das bedeutet, Uhr läuft. Was ist hier? Können wir kämpfen? Nein, noch nicht. Den vierten haben wir noch nicht. Gilde wäre, jawohl, wir können hier vielleicht einen Platz irgendwie dazu kriegen. Ne? Gladiatoren sollten wir mal aufwerten. Gegenstandplätze, Gladiatorenplatz aufwerten. Jetzt haben wir welche gekriegt hier neu. Jetzt können wir mal gerade hier nochmal gucken. Sicher, aber ich kann nur die Isabelle nehmen. Aber die Isabelle ist ein Mütterchen, aber macht eigentlich keinen schlechten Eindruck. Und wir kaufen 60, ist so günstig, oder? Ich nehme die mal mit. Die anderen habe ich kein Geld für wahrscheinlich. Schade. Vielleicht kriegen wir dann aber hier mal einen Kampf dahin, dass wir so viel Geld kriegen, oder? Friedhof ist, glaube ich, nichts. Einmal im Monat, ne? Stand da ja. In der Gilde, Schießstand, Taverne. Wo ist denn was, wo ich mehr Geld verdienen kann? Tempel der Wiederbelebung aufwerten. Ja, weiß ich nicht. Ja, aber das Berserker-Orks anzuheuern. Erlaubt es Bogenschützen anzuheuern, erlaubt es Kryomanten anzuheuern, okay. Tempel der Wiederbelebung bringt Gladiatoren ins Leben zurück. Kann ich aufwerten. Könnte ich das mit 15? Ja. Die 15 hätte ich auch. Machen wir das mal. Ich weiß nicht, wofür es gut ist. Gladiatorenplatz haben wir aufgewertet. Gegenständeplätze brauchen wir gerade nicht. Ich glaube, das war es erstmal. Lassen wir weiterlaufen. Was ist das? Gegenstandsgeschäft bietet Rabatt auf einige Gegenstände. Okay, Gladiatorenmarktneuigkeiten. Auch sehr schön. Gladiatoren-Sold. Aha, da muss ich 20 bezahlen. Hab noch 35. Da können wir froh sein, ne? Ja. Now they really crossed the line. They arrived in the middle of the future. Und sie wären in Eile wegen irgendeinem Riesenauftrag eines fahrenden Fleischhändlers. Das Volk will Rache. Wir helfen wieder. Gucken wir mal. Wieder zwei von denen. Und da sind aber zwei Leute, die da noch zaubern können. Ne? Aber das jetzt hier. Hier. Vier können wir machen. Narael. Und der Bogenschütze auch. Aber die stellen wir mal ein bisschen mehr hier in der Deckung hinter denen. Und dann würde ich sagen, kämpfen wir mal los, oder? Okay, der eine ist schon mal hier eingefroren. Das war schon mal richtig cool. Der Magier ist auch schon kaputt. Ey, das läuft ja wie, ne? Richtig gut gelaufen. Es war viel verlangt, doch die Leute werden euch ewig dankbar sein, dass ihr auf unserer Seite gekämpft habt. Aber wir müssen wieder Belohnung wählen. So, was haben wir? Kein Eisen. Da gibt es 15 von. Können wir mehr wählen? Nein. Gut, dann haben wir das schon mal erledigt. Wir haben 85. Ja, das ist schon mal was, ne? Lass mal die Zeit laufen. Warte mal, es gab ein Sonderangebot oder wie war das? Oder hier? Ne, können wir uns nicht leisten, weil gleich Söldnermarkt kommt, Gedingens kommt. Und hier gab es hier Rabatt oder was, ne? 40%. Hä? Die Axt. 58. Ich muss Söldnerrabatt bezahlen, 22. Wenn ich die 58 nehme, 78, 80, da hätte ich noch 5 über. Hä? Ist verlockend, ne?
Komm, kaufen wir. Und jetzt kann das einer von denen hier haben. Und auch hier gibt es auch ein Level Up, glaube ich, ja. Er hat bester Freund und kriegt jetzt noch eine Axt dazu, ne? Das Stärke 9. Gesundheit 420. Ausdauer, Bewegung. Ich würde jetzt die Gesundheit mal hochsetzen wollen. Okay. Wo sehe ich denn die Punkte, die ich hochwerden kann? Keine Ahnung, ne? Intelligenz. Fähigkeitsfenster kannst du überzahlen mit weißen Rechtecken, wie etwas Schaden fahren zu sehen. Standardwert in Fähigkeitsfenster kannst du überzahlen. Erhöhte Stärke. Wo sehe ich das jetzt hier? Treffer Gegner mit der Axt für 144 Schaden. Was ändert sich hier dann? Schwer vom Begriff, erhält 20% weniger XP. Ah, dafür ist die vielleicht die Intelligenz entscheidend, oder? Hier sind die Punkte. Sold steigt um 2. Aufwertungspunkte 3. Also ich habe noch ein paar. Kann ich auch. Hauptattribute Stärke. Und jetzt? Ich hoffe, das reißt mich jetzt nicht gleich hier mit dem Sold da irgendwie rum, ne? Komm zurück. Und laufen lassen. Nee, das ist noch mit 22, ist nur 2 hochgegangen. Das Volk schließt die Galatoren an, würde ich machen, ist aber kein Geld da, ne? Ah, das ist jetzt, weil ich Zoll bezahlt habe. Meisterschaften werden jetzt organisiert. Jetzt kommen wir auf den Friedhof. Jetzt wird's spannend. Nächster Kampf. Ja, wenn ich jetzt wüsste, ne, wer gegen wen und wie weit und wieso und weshalb und warum, ne? Da muss ich wohl so machen. Ah, dann kommt eine Auswahl. Nächster Kampf. Haben wir einen Bogenschützen und einen Ritter. Hier haben wir 2 Ritter und einen Bogenschützen. Geld, Ressourcen und verbrauchbarer Gegenstand kann ich hier kriegen. Ich verstehe nicht. Schwierigkeit des Kampfes. Okay, 1-1. Hier kriegen wir Gold, Ressourcen, Gegenstand und verbrauchbarer Gegenstand. Das sieht so genauso aus wie da, oder? Wird sich nur in der Menge unterscheiden. Das sind 3 Bogenschützen. Da müssten wir schnell sein. Aber ich glaube, tendenziell neige ich dazu, hier das mittlere zu nehmen. Weil ich glaube, ein Bogenschützen ein, das geht. Und ich glaube, wir können 3 einsetzen, ne? Ja. Hier können wir 3 einsetzen. Dafür ist es natürlich hier in die Belohnung nicht so hoch. Ich nehme mal das. Dann machen wir das so. Weißt du was? Wir nehmen mal das Mütterchen. Die hat ja jetzt Level. Dorasch können wir wieder zurücknehmen. Naja, ich würde jetzt Dorasch. Achso, der. Berserker. Ich glaube, da kann man auch noch was einstellen. Ne? Kann das sein? Und ich nehme mal den Freund hier, der zaubern kann. Ich glaube, wir so machen das. Das sieht erstmal gut aus, oder? Der Bogenschütze ist gleich kaputt. Ja. Ach, das ist eine Fernkämpferin mit den Dingen, sag schon, mit den Küchenmessern. Sehr cool. Oh, nächster Kampf von 5, 2 von 5 haben wir erst. Okay. 3 gegen 3. Oh, das sieht schwer aus. Das ist ein leichter Kampf. Vielleicht nehmen wir hier 3. Ja, ich mach den. Nehme diesen. Ach, das ist nur Level 3 Schütze oder was? Nehme den. Und nehme die.
Er geht in Nahangriff und die anderen beiden kämpfen so. Zack. Sie kann schon mal nicht weg. Ja, das war schon mal der richtige Entscheidung, glaube ich. Victory. Sehr schön. Nächster Kampf. Da haben wir drei Orks. Hier haben wir zwei Ritter und einen Bogenschützen. Sieht aus, als ob ich das nehmen würde. Das ist ja auch ordentlich was, ne? So, hier nehmen wir wieder ihn hier. Und wir nehmen ihn dazu. Und ne, jetzt nehmen wir hier sie zurück. Das wollte ich nicht. Ich wollte es... Da. Und dann kämpfen wir. Der erste ist schon hin. Krass. Zweite ist hin und dann der dritte auch. Victory. Wir brauchen nur noch einen Sieg. Nächster Kampf. Den oder den? Was ist denn hier der Unterschied eigentlich? Gold, Ressourcen, Gegenstand, verbrauchbarer Gegenstand. Gold, Ressourcen oder Gegenstand, verbrauchbarer Gegenstand. Die sieht hier schicker aus, ne? Als ob da mehr drin ist. Aber die Orks, die sind bestimmt besser hier. Ich denke, dass ich die mit meinen Orks besser wegmachen kann. Und nehmen wir jetzt das Mütterchen mit den Dingens nochmal. Ja, dann kriegt ihr auch vielleicht ein Level up oder so, ne? Kämpfen wir. Ja, der ist schon fast kaputt. Der dauert auch nicht mehr lange. Aber guck mal, sie hat ja das Mütterchen. Ey, die sind richtig gut, das Mütterchen, ne? Jetzt haben wir hier oben so Karten, die wir gekriegt haben, ne? Nächster Kampf. Ich denke, 5 von 5 ist das letzte, oder? Hä? Zwei Orks, drei Orks. Ich bin hier ein bisschen gerade jetzt unterwegs, weil drei, das traue ich mir jetzt noch nicht zu. Los. Ich hoffe, ich verliere jetzt keinen. Ach, das waren gar nicht drei Orks, sondern Level 3 Ork, ne? Wir machen das mal so. Was kann er denn hier? Kann er noch mehr? Okay, muss nichts mehr können, ne? Wir haben schon gewonnen. Sehr gut. Arena abgeschlossen. Öffnen wir das? Eine Möhre. Okay, dafür gibt es hier diese fünf Pferde. Keine Ahnung, was sie sind. Hier nochmal. Da gibt es nochmal fünf und das. Ja. Einsammeln. Fortsetzen. Naja, und in der nächsten Folge, denke ich mal, verteilen wir das Ganze und dann gucken wir in der dritten Vorschau nochmal nach. Ne? Ich würde sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video von anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Vorschau. Bis dann. Ciao.